So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 2. Meine Katze sitzt jetzt hinter mir im Zimmer, was ich sehr seltsam finde, weil diese Katze noch nie in meinem Zimmer war. Und jetzt hat sie sich gerade auf meiner Couch gemütlich gemacht und putzt sich. Gut, wir hatten aber gerade so ein... Aua! Dummes Vieh hier als Gegner. Aua! Den wir es jetzt erstmal geben müssen. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da gerade mit meiner Katze los ist. Denn hier stürmt es auch nicht mal so. Also hier ist kein großartiges Gewitter. Vielleicht spürt ihr ja, wie so ein Gewitter gerade am Nahen ist oder sowas. Wenn ihr also hört, dass irgendwas im Hintergrund runterfällt, kaputt geht oder sonst was, dann ist die Katze mit Putzen fertig und hat sich gerade auf Erkundungstour begeben, weil sie war noch nie in meinem Zimmer, wie gesagt. Beziehungsweise einmal, da hat sie dann auch eine kurze Erkundungstour gemacht, da war sie was runtergeflogen und ist sie fluchtartig aus meinem Zimmer gerannt. Aber das war jetzt auch vor einem Jahr oder so. Ich war jetzt also über ein Jahr nicht mehr in meinem Zimmer, was mich gerade sehr wundert. Mich wundert sowieso, dass sie hier hochkommt. Eigentlich ist sie im ersten Stockwerk nie. Sie ist immer nur im unteren Stockwerk. Selbst im Keller ist sie nicht. Also unsere alte Katze war zum Beispiel überall immer. Diese ist jetzt aber, ich sag mal, eine neuere Version. Und traut sich einfach nicht hier hoch. So close. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche auf dem Hintergrund hört. Ja super, jetzt bin ich wieder unter Wasser. Aua. Du hast ja gerade so einen Stein auf den Kopf bekommen, mein Freund. Nur mal so als kleiner Hinweis. So, und Umbrella jetzt. Umbrella. Ich komme immer auf Umbrella. Ich bezweifle, dass da Umbrella steht. Wow, ich hätte ausweichen sollen, ich voll Idiot. Aber den sollten wir schaffen. Aber wow, ich bin noch ausgewichen. Menno. Den sollten wir schaffen, ich krieg voll auf Fresse. Geht doch endlich wieder. Wie das... Wie U-Gameplay bei diesem Spiel am Vibrieren ist, ey. Oh, das ist richtig ekelhaft gerade. Das hat sehr laut vibriert. So, du hast jetzt nur noch die Hälfte AP, mein Freund. Das war fies, aber cool, wie er da hinter diesen Stein da ist und dann das Ding da in zwei Hälften haut. Umwachs, Klingmax. Also richtig schön ein Mitgame hier. Ausgewichen, wollte gerade sagen. Leute, es zerschneidet sogar das Wasser in zwei, habt ihr das gerade gesehen? Klingmax. Hallöchen. Ich muss ihn jetzt auf mein Headset richten, weil ich das nur auf ein Ohr habe wegen der Katze. Die Katze hat sowieso ein Aufmerksamkeitsdefizit. Wahrscheinlich ist sie deshalb hier oben gekommen, weil sonst gerade kein anderer zu Hause ist. Die Brücke zum Himmel abgeschlossen. In Silber! Ne, habe ich recht, Katze. Wenn ich die Katze jetzt beim Namen nenne, lacht ihr sowieso alle. Das Interessante ist, sie reagiert nicht mal auf den Namen. Die Arche. Okay. Ab zu Kapitel 6, 7. Die Arche. Gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Yeah, yeah. Ja, die ganzen Ladebalken. Also die Brücke war jetzt nur ein Endbosskampf im Endeffekt. Irgendwie schade. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr erhofft. Aber jetzt sollte uns der Weg zum Himmel doch eigentlich offen stehen, oder? Wie lange lädst du denn? Ach, hinne. Danke. Aber ich will ja sowieso eigentlich in die andere Richtung.
These pawns can no longer serve my purposes. Power must be held in my own hands to truly be attained. Wäre es klüger von dir gewesen, dich direkt da oben hin zu teleportieren? Drink. Where are we? Further from the mountain than we started, that's for sure. I feel like I've seen this place before. At last, you stand before me without escape. This is not your world, and you should not be in it. What was once one must be one once again. You must be turned to nothing. Little one, are you all right? Yeah, I'm fine, love. Now I'm sure I've seen this room before. If you're still trying to go to hell, Bayonetta, I might know the shortcut. Oh? I'm remembering. What I really am. Time's almost up. Bayonetta, you better start creating miracles. Wieder ein Höllenwesen, ein Allesfresser. Well, you were right about the shortcut, but I think they've sent a welcoming party. Ich fühle mich so leicht schwerelos. Völlig schwerelos. Könnt ihr bitte... Ah, warte. Ich komme nicht dran, oder wie? Hentai. Au. Ich mach dieses Kackjahre die Augen zu. Ich glaube, jetzt will ich mich auspeitschen. So, jetzt aber komm. Okay, weg. Und wieder hin. Bestrafen. Reiß ihn, nimm das Kackauge auf! Und klatsch! War es das mit dem Auge? Ne, noch nicht. Einmal mal... Ah, fuck, ich sollte doch weiter ausweichen vor Bewegen, glaube ich. Ah, so gut sieht dein Auge nicht mehr aus, mein Freund. Natürlich machst du jetzt das Auge... Also weichst du jetzt zurück, wo ich in meine Form gehe. Wow, leck. Oh, ich muss da weg! Ich fast zu spät. Oh, was? Hat irgendwie nicht so viel gebracht, mein Freund, wa? So, komm her. Bestrafen. Und öffnen. Also öffnen. Und klatsch. Also dein Auge sieht echt nicht gut aus, mein wunderschöner Allesfresser. Ich kriege mal eine volle Seite. Was jetzt? Wow. Der hat zwei Augen, oder? Ja, hat er. Warum feuert so ein Ding Torpedos ab, bitte? Ich muss zugeben, das verstehe ich nicht ganz. Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Okay, ein Auge habe ich jetzt ruiniert. Jetzt darf ich das andere ruinieren anscheinend. So, dann wieder schön dran. Aua. Ich muss zugeben, ich finde diese großen Bosse fast einfacher als die kleinen. Die dauern halt nur länger. Hallöchen. So, und... Nein, nicht wehtun.
Das tat, glaube ich, gerade weh. Ist voll lästig. Hehe, ist auch nicht gepiekst. Ich piek ihn. Oh, zurück. Und weg. Okay, ich bin einfach so durchaus gewichen, ist das mal so. Ey, komm. Das Auge müsste doch jetzt raushängen. Oder er hat keinen Bock mehr, das Auge raushängen zu lassen. Und schießt lieber wieder mit Torpedos zu mir. WTF. Was jetzt? Ich weiß nicht, aber ich will nicht davor stehen. Lass mich hier raus. Finde ich gar nicht schön. Voll auf die Nase. Hilfe! Ich glaube, es will mir wehtun. Was, das Auge will mich essen? Das finde ich jetzt aber gar nicht knorke. Warum hat das Auge eigentlich einen Mund? Ich glaube, das gehört sich so eigentlich nicht. Weil diese dummen Dämonen, die nicht wissen, wo man einen Mund haben sollte und wo nicht. Ich glaube, das Ding patcht nochmal, oder? Ich glaube, das auch. What the fuck? Ist doch jetzt in Ordnung. Du willst mich auspeitschen, ich verstehe es ja. Was hast du vor? Ich sehe nicht, was du machst. Au! Okay, mich beißen, ich verstehe. Nee, ich komme. Aua. Stirb doch! Da muss ich jetzt an dich ran. Klimax. Nimm's raus. Kleine Augen-OP am Rande. Was rastet das Auge auf, oder wie? Hey, er weiß nicht, es ist nützlich. Ja gut, er weiß ja jetzt immerhin auch, wer er ist. Da sollte er ja durchaus was leisten können jetzt endlich. Bin ich mal gespannt, wer er eigentlich ist. Ja, Silber. Völlig in Ordnung fürs erste Mal. Die Katze putzt sich immer noch. Ich will euch nur auf dem laufenden Stand halten. Ja, komm schon, ey. Da habe ich mich doch vorhin auch schon raus befreit. Warum geht das jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich im Schlund vom Allesfresser. Geil. Wie erinnert mich das an eine sehr bekannte Geschichte? Im Inneren, ja. Ich kann mir keinen schöneren Ort für eine Frau vorstellen. Warum auch immer ich die Dinger... Oh! Okay, ich mach die Dinger auf jeden Fall kaputt. Dämonenblut. Dass die Essenz der Lebenskraft an Dämonen enthält, kommt beim Einsatz im Geschäft von... Oh, okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Ach so, das ist jetzt anstatt den Heiligenschein oder was? Ja, scheint so. Es geht auch oben, die Heiligenschein-Währung geht hoch, wenn ich die Dinger kaputt mache. Ne, was steht hier wohl? Alter. Also da will ich nicht rein. Warum können im Inneren von dem Vieh Dämonen auftauchen? Die sehen aber geil aus als die Engel, muss ich zugeben. Sippenmeuchler oder... Was? Die sehen deutlich geiler aus als die Engel. Woo! Aber ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ihr auch gleichzeitig stärker seid als die Engel. Obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. Wow. Klack, 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 klatsch. Und weg mit dir. Danke fürs Dämonenblut. Hey, hier liegen Waffen. Ja, ist doch gut, ich will die Waffen. Dürftig? Danke. Und jetzt wird hier zurückgeschlachtet, meine Freunde. Oh, oder auch nicht. Weil ich schon fertig bin damit. So. Da ist der nächste kaputt. Der keine Waffen droppt. Kleines Arschloch. Aua. Das tut doch weh. Komm, die werde ich doch wohl noch platt bekommen, ey. Ohne meine Dings einzusetzen. Danke. Mein heilenden Lutscher.
da ist ein Schmetterling gewesen. Ach, okay, die Barrieren von den Dämonen schieße ich einfach kaputt. Die küsse ich nicht auf. Dämonen zu küssen ist mir unter meine Würde. Genauso wie die Katze sich immer noch leckt. Ja, muss ich ja einsetzen, sonst sterbe ich hier gleich. So. Mehr Dämonenblut bitte. Ah, grüne Lorbeeren. Das hätte ich meinen Lutscher gar nicht anwenden müssen, glaube ich. Ihr seid aber nur so 0 auf 50 Gegner, oder? Würde ich mal behaupten. Die einfach wieder verschwinden. Wahrscheinlich bin ich aus der Reichweite gelaufen oder sowas. Schön zu wissen, dass man sowas auch kann. Wow, der hat geschossen. Ich bin beeindruckt von euch. Also da fand ich diese anderen Viecher cooler. Hallo! Er ist Ascher. Ja, komm. Ich stirb einfach. So, das da nehme ich noch mit. Dann gucken wir erstmal hier lang. Während ich die Pickel hier noch weiter aufprügel. Die inneren Pickel, die er hier hat. So, dachte ich mir doch schon, dass hier irgendwie sowas in der Art sein wird. Dann betreten wir es doch mal. Ne? Ach ja. Das ist ungewohnt, dass da jemand hinter mir sitzt und mir beim Reden zuhört. Du kannst nur während der Hexenzeit Schaden zufügen. Geil. Könnte ich jetzt irgendwie meine Hexenzeit bitte verlängern oder sowas? Könntet ihr... Ich muss ausweichen. Ja, was? Ich bin doch wohl ausgewichen. Ja, komm. Danke, dass es jetzt mal wieder zählt. Tschu, 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 tschu. Macht voll keinen Sinn. Warum? Ja, dann haut mich halt wieder alle zusammen. Ich komme ja nicht in die Hexenzeit rein. Was soll ich denn machen? Ernsthaft? Wie viele muss ich jetzt von euch besiegen? Warum auch immer die da hinten weggeflogen sind. Gotcha. Folterknecht, komm. Und weg damit. Wow. Hey, meins. So, komm, ich wollte gerade sagen. Oh, das war schon mit dem. Ach, komm. Greif mich an. Aber ich habe leider auch nicht mehr viel HP. Ich halte, glaube ich, nur noch einen Schlag aus. Der hat einen Revolver in der Hand. Wie cool ist das denn? So, komm, stirb. Bitte schnell. Scheiße, er lebt noch. Komm, get up. Oh nein. Nein, da trifft er mich. Mann. Die Mission ist nervig. Nur Schaden wegen der Hexenzeit. Und dann zählt es nicht mal immer. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Leider. Hallo? Wow. Ich sollte vielleicht so kämpfen. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie mehr bringt. So, aua. Das war blöd. So, und wieder voll. Oh. Warum auch immer jetzt hier wieder... Alter, lasst mich doch in die Hexenzeit. Danke. Wow. Unterbrecht sie halt noch plötzlicher. So, den kann ich jetzt noch durch Folterknecht töten. Autsch. Autsch, tot.
Dieses Waffenaufheben dauert teilweise, finde ich, zu lange. Sie sollte jetzt einfach mal vorbeirennen, automatisch mitnehmen. Aber ich glaube, mit dem Schwertern im Nahkampf bin ich dann doch deutlich besser dabei. Ja, WTF. Aber dass manchmal ich nicht ausweichen kann oder es nicht zählt, finde ich dann schon recht asozial, muss ich zugeben. Ich glaube, das hier macht dann deutlich mehr Schaden als sonst. Aua. So. Und beide nochmal eine ordentliche Breitheit mitgegeben. Ja, guck, ich bin doch den ersten Schlag bin ich doch ausgewichen. Wieso kann ich jetzt... Ja. Und wenn die so eine Kombo machen, kann ich sowieso nicht ausweichen. So, komm, ihr sterbt doch mal beide gemeinsam. Das wird doch echt cool. Nee, haben wir wieder keine Lust zu. Nein, wieder keine Hexenzeit, obwohl ich ausgewichen bin. Autsch, eine Kombo. Wo ich einfach nicht... Ja, wieder keine Hexenzeit, obwohl ich ausgewichen bin. Genau, Rolli, das sehe ich auch so. Einfach mit dem Schwanz wirbeln. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich das hier noch weiter versuche. Bis dahin, ciao.